Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits 5. Staffel und der 139. Folge. Heute in der Vorproduktion am 12.11.23. Bevor es aber losgeht, gibt's für mein herzliches Dankeschön. Und zwar geht's heute an, na, wo bleibt sie? Die Person? Spacel K01. Spacel hat nämlich auch am 6.03.23 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür. Du warst Nummer 1117. Spacel verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns im Begriff, Sargot zu belagern. Beziehungsweise wir haben schon belagert. Belagerungscamp steht. Sie haben noch nichts aufgebaut. Wir sind weit in der Überzahl. Oh, sie haben nur Mauerstufe 1. Da. Angriff. Da wird nicht lange gefackelt. Das wird jetzt erobert. Bringt mächtig viel Kriegsstand. Und eine Stadt für mich. So, wie ist es denn aufgestellt hier? Leiter da, Leiter da. Wunderbar Bärchen. Das heißt, wir können schön mit den Bogenschützen hier aufstellen. Erstmal schön da hochfeuern. Und irgendwann schicken wir mal die Infanterie. Nachteil ist nur, ich habe jetzt keine Katapulte. So. Wie gesagt, bei den Geiern verzichte ich ein bisschen drauf auf dieses super taktische bei den Belagerungen. Wir rennen da einfach drauf los, so ein bisschen. Kleines bisschen. Auch inspiriert aus den Echtverfilmungen. Also mit Gérard Depardieu. Da hatten sie ja auch so ein bisschen die Haut drauf Taktik. Und das konnten sie sich ja auch erlauben, weil sie hatten ja einen Zaubertrank. Da flogen die Römer quer durch die Luft. So. Nee, hier. Nein. Oh. Hier hin. Weil auch ein bisschen in Deckung gehen und so. Apropos, ich will ein bisschen nach vorne. Treffer. Treffer. Ich sehe nichts. Oh, das hört sich gut an, wenn die Sehnen losschnellen ringsherum. Zack, 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 macht es dann einfach nur. Okay. Oh, Mann, die weichen aber auch ab, die Projektile, wa? Entschuldigt mal bitte. Ach, das ist die verbündete Truppe. Das ist die verbündete Truppe. Ich kann echt nur vermuten, dass das am Clan-Rang liegt, ne? Ja, aber gut, dann spare ich mir Verluste ein auf jeden Fall, wenn er jetzt seine 500 Mann da hochschickt. Dann kann ich von meiner 1000-Armee die Infanterie noch schön aufsparen. Oh, weiter nimmt's auch vorbei. Oh, der da oben, der nervt. Nein, so klappt daneben. Okay, ist los. Na gut, damit wir einen oder was abbekommen. Rein da, war Tor offen. Da flog gerade ein Mann. Ein Fliegerlied. Nein! Nicht dein Ernst! Oh, ihr Bastarde! Jetzt reicht's. Wir gehen da hoch. Oh, und die Jungs, die da drin gelaufen sind, die zwei, die sind tot. Die sind sowas von tot. Wieso habe ich das Gefühl, dass es keine gute Idee ist, hier hochzulaufen? Also irgendwie habe ich da ein ganz gutes, ganz ungutes Gefühl bei. Ja, glitsch doch fest, Junge. Ja, macht bestimmt Sinn, auf der Treppe stehen zu bleiben. Leiter meine ich, nicht Treppe. So. Ich staune gerade selber, dass ich noch lebe. Bin ich ehrlich? Oh. Au. Wow. Schöner Move. Okay. Nutzt den Schwung, Männer. Oh, Alter, was ist das hier für eine Dose? Ach, die haben doch... Köcher zum Nachladen. Endlich Köcher. Fässer meine ich. Hallöchen. Nein, Mist. Ich wollte einen Durchbruch machen. Verdammt. Ich habe gehofft, dass das funktioniert, dass man sie einfach mit einem Schild zurückstößt. Und dann die ganze Kompanie hinterher rennt. Also die eine. Ich habe da irgendwas in der Schulter. Das tut ein bisschen weh. Könnte ein bisschen länger dauern mit dem Zielen jetzt. Wieder diese Amazonen nennen, was das ist.
schönes Ding. Aua! Hab ich nur gerade, wer da auf mich geschossen hat. Ach komm schon, Asterix. Ziel richtig. Danke. So, wer hat auf mich geschossen, bitte? Der da, oder? Nein. Okay, da gehe ich mal hoch. So, du kleiner Vogel. Ja, du schießt also einfach auf mich, während ich auf einen anderen schieße. Du spinnst wohl. Ach, ich muss wieder stechen. Wie er so einfach nicht reilt, dass ich hinter ihm stehe und auf ihn einhacke. Ach, Jungs, ihr blockiert mich. Mann. Ach. Pieks. Alli hopp. Erster. Ach, waren sogar die letzten. Nice. Geht das hier doch? Okay. Bei Stufe 1 war mir das neu, dass es da was gibt. Aber kommt vielleicht auch auf die Kultur drauf an, ne? Schön, dass ihr meinen Sieg auch mal feiert. Ah, guckt mich an, wie ich aussehe. Wie ein abgestochenes Schwein. Das nur für euch. Undankbares Pack manchmal. Entschuldigung. 152, ouch. Aber hey, in der Stadt. Oh. Das gab ein paar Verluste mehr. Wie viele Truppen hat Lulhan noch gehabt? 50. Pi mal Daumen. Upsi. Ich stelle mir eine These in den Raum. Lurihan war sehr unbeliebt und deswegen haben die gerade so gebrüllt vor Jubel. Ah ne, hier sind bloß Banditen. Lange nicht mehr gehabt, dass einer stirbt. Lange nicht mehr gehabt. Ich habe schon befürchtet, es wäre kaputt. So ein bisschen. So, die nehmen wir gleich mit, weil jetzt haben wir eine dryadische Stadt und die braucht natürlich auch dryadische Garnisonseinheiten. So, wir brauchen Geld und zwar immer. Okay. Ich sag ihnen nur plündern, wir sind keine Barbaren, ne? Meins. Naja, ist erstmal nicht mehr großzügig, ändert sich gleich wieder. Verwaltung. 10. Ja, nicht 100. So. Egal, was ihr da macht, hört auf damit. Kornkammer ist ein Witz. Treue, ja, das muss ich erstmal einpendeln. Wir brauchen aber halt unbedingt noch einen Dryatik-Statthalter hier, sonst rebelliert mir das Ding noch. Momentan minus 1, aber die Sicherheit ist recht hoch, wegen plus 5 Präsenz von jemandem. Bau ist gerade mal bei 59. Zuallererst bitte die Werkstatt. Und zivile Infrastruktur ist dann immer das Zwischenprojekt, wenn gerade nichts anderes gebaut wird. Wachstum und Wachstum. Gut. Taverne? Bist du Dryatik? Nein! Okay. Nee, Quatsch. Zurück. Zuallererst einmal sagen wir Sargot, dass es sich bitte ans Template richtet mit 20er Truppen. So. Maximum hier. Jenes dort und dann Dryatik Stadt. Apply. So. Guards deaktivieren, ja? Ah. Dann bestimmt trotzdem gleich wieder los. Festung und Verlies. Da. Oh, da liegt ein bisschen was drin. Und einige schon ziemlich lang. Aber okay. Nein, verklickt. Sorry. Gut. Handel. Bitteschön. 155 brauche ich jetzt nicht. So. Habt ihr Bier da? Ja, nehmen wir. Wir haben Flachs hier. Getreide und Flachs wird hergeliefert, okay. Mal noch gucken, was die Burgdörfer ringsherum liefern.
Aber so schnell mache ich keine neue Werkstatt auf hier. Ja, hier gäbe es zweimal Oliven, theoretisch. Momentan werden beide nach Jakulan geliefert. Das ist... Ja, das sind die zwei, die hier liefern. Wo liefert jetzt Tullyville? Auch nach Sargot. Okay. Vorher haben sie ja nach Penkenok geliefert. Okay. Was hat denn das jetzt eigentlich gebracht? Moment hier. 5% die Eroberung selber. Die Schlacht 2% und bei uns 1,4. Ja, es war verlustreicher als gewollt. Ja, komm, auf nach Jakulan. Hier haben wir 50%, hier 50%. Die hier kommen nicht. Haben die gerade noch andere Probleme? Kann das sein? Nee. Haben nur uns angegriffen. Wie stark sind die? Wait, what? Wir sind bei 21.000? Hupsi. Vielleicht, eventuell, habe ich alles richtig gemacht mit den Garnisonen. Ja. Hoppla. Alles klar, Jakulan. Beitrin. Oh, Tullyville wird belagert. Moment. Veron wird belagert. Oh, 400 Verteidiger nur. Dafür 300 Milizen. Aber mein Veron wird belagert. Kümmert sich jemand? Er geht nach Bokbeth. Melidir. Mit 400 Mann will Veron verteidigen. Melidir, ich vertraue dir meine Burg an. Mach die Sache gut. Ich hole dir bei Jakulan. Wenn der es wieder umdreht, weil ich hier belagere, ne? Verballer ist aufgestiegen. Nice. Verballer, 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 Verballer. Da oben. Oh, die hat schon zwei Fokuspunkte übrig. Ach, hey je. Spielen, spielen. Raffinesse. Jetzt sind wir endlich mal wieder auf Stand hier. Muss ich ja gleich mal gucken, ob noch jemand Fokuspunkte übrig hat. Ja, guck mal hier, Druidix. Medizin. Ah, das war weit hinterher, der Freund, ne? Aber da habe ich sowieso das Gefühl, das setzt sich manchmal einfach nur zurück, weil ich den Spielstand neu lade. Wir hatten es ja auch schon öfter mal, dass wir jetzt unten Perk hier hatten, den wir dann ein, zwei Spielstände später nochmal neu vergeben mussten, obwohl der schon drin war. Meditier, wehe, du drehst dich jetzt um, Alter. Geht noch Veron verteidigen. Mist, die haben schon eine Balliste. Bei 400? Nee, okay, da baue ich mal doch lieber was. Es muss nicht immer nur Sturmangriff sein. Sonst haben wir irgendwann keine Truppen mehr übrig. Jetzt geht der Tullyville verteidigen. Ist das dein Ernst? Oh. Tschüss. Wir kommen später wieder. Wir haben was zu erledigen, was die anderen nicht drauf haben. Manno! Also war natürlich auch noch total langsam gerade. Aber jetzt geht's wieder. Komm schon, komm schon, komm schon! Alter, dieses Minus tut so weh. Aber es sind die Garnisonen, ne? Die Garnisonen sind richtig hochgeschossen. Jetzt sind die Garnisonssold. Adelstand, dein Ernst? Das hätte ich nicht gedacht. Ah, es war ein Vorschlag von Fiarad. Okay, ich dachte, er selbst schlägt es vor. Weil bei königlichen Dekreten haben Rang 4 und höher Clanentscheidungen doppelte Auswirkungen. Das heißt, bei Gesetzesvorschlägen, die Einflusskosten für das Überstimmen von Volksentscheiden wird verdoppelt. Also wenn er uns überstimmen möchte, muss er doppelt so viel zahlen. Mir ist das ehrlich gesagt wurscht.
Ehe wir kommen, genau eine Sekunde zu spät. Lintok wird auch belagert, aber das tangiert mich weniger. Sag mal, wollt ihr mich verkackpupsen? Wo hast du die Männer auf einmal herbei drin? Nee, warte. Mairas Armee? Das, sind das jetzt wir oder die? Fraktion Batania. Wieso sehe ich nichts von den Truppen? Hä? Oh, alles klar, Veron ist gerettet, wir können zurück nach Jakulan. Junge, Junge, Junge. Ich habe die Armee einfach nicht angezeigt bekommen, ne? Hm. Oh, Hallöchen, Belgier. Na, komm mal her. Hallo. Ja, komm mal her. Wie schnell ist der? 3,0, schade. Würde mich nicht wundern, wenn der sich jetzt nach Jakulan verdrückt. Da ist jemand geflohen aus Sargot, schade. Komm her, du feige Sau. Wie, hat der Bock? Ah ne, wenn er Tali will. So. Wir werden mal speichern. Es wird eine Schlacht im Dunkeln, das ist ein bisschen schade. Aber nur im Dunkeln bin ich schnell genug, ihn einzuholen, wa? Sagt er und das Hotel. Okay. Was? Yours is not a face I know. What is your name, stranger? Ey! Ey! Baby, halt's Maul, ich bin gerade Vater geworden, warte! Hehe. Da haben wir unser erstes Kind. Da ist sie, die Hoffnung Galliens. Bisschen ruckelig der Jute her, wa? Von vielen Kämpfen wahrscheinlich. Ach, schön. Gut. Wie heißt unser Kind? Megarovico. Ist das jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Frag bloß für einen Freund. Hat noch keine Enzyklopädie? Asteriana. Ach, falsche Tastatur, verdammt. Mist, Moment. Asteriana, eine Mischung aus Asterix und Moriana. Und wenn sich rausstellen sollte, dass es ein Junge ist, machen wir Asteriano draus. So. Sehr schön. Clan wächst. So, aber jetzt Belgier, jetzt habe ich Zeit für dich. Sorry, musste kurz noch mein Kind begrüßen. So, du weißt schon, dass wir uns im Krieg befinden, ergib dich oder stirb. Und los geht das hier. Weit unterlegene Kavallerie, 100 Fernkämpfer. Ja, machen wir nackig. Ganz klassisch. Machen wir die nackig. Oh, vielleicht aber auch nicht, weil wir nichts sehen. Aradvir, wer auch immer du bist, aber du kommst erstmal hier in die Kavallerie mit rein. Ach, der war verwundet. Den hab ich schon mal hier zugeordnet, stimmt. Ah, erfreulicherweise sehe ich gerade, haben wir kaum noch berittene Bogenschützen. Das freut mich. Ich meine, was man sich höchstens noch bei Gallien hätte vorstellen können, wäre Berittene mit Wurfspeeren. Aber es geht schon wieder eher ins Irisch-Keltische. Oh, schönes Schlachtfeld. Wir haben hier noch Pelz auf der Haut. Die Römer nicht. Ne, warte, Dryatix. Wir greifen ja gerade Dryatix an, stimmt. Okay. So. Ganz normaler Klassiker. Wir machen sie erst wieder ein bisschen mürbe und dann schlagen wir von allen Seiten gleichzeitig zu. Oh, wir haben ja einen Felsen vor der Nase.
Schämt er sich nicht. So, ihr dürft schon mal da euren Spaß haben gehen. Ihr da. Wir bewegen uns nochmal ein Stückchen vor, sodass wir den Felsen als Flankendeckung haben, als Flankenschutz haben. Moment mal, der Gegner kommt sogar. Ah ne, aber er steht da unten einfach, statt sich irgendwo eine erhöhte Position zu schnappen. Finniger durfte finnigtet. Schießen wir sie erstmal mürbe. Okay, Reichweite passt. Aber irgendwie nur meine, wa? Anderen schießen sehr wenig. Turmund ist dabei! Und gefallen. Turmund ist zweimal gefallen? Nee, Turmund hat zweimal getötet. Turmund ist in dieser Armee. Aha. Ich weiß, es ist etwas, was Asterix eigentlich nicht tun würde. Aber ich habe ein Verlangen danach, diesen Mann zu töten. Oh, ja, schon umgefallen. Jungs? Hört ihr bitte auf damit? Ihr rennt jetzt nicht in die feindliche Infanterie rein. Ihr rennt jetzt nicht in die feindliche Infanterie rein. Aber ihr seid auch wie Lemminge, oder? Wenn ich sage springt, dann springt ihr in Gruppenkollektion oder was? So. Bogenschützen mal weiter vor. Wir schießen mir für meinen Geschmack zu wenig. Na? Geht die Reichweite die nicht mehr hin, wa? Ah, doch, doch. Moment. Gleich am Watt. Gleich am Watt. Geht doch. Schießen immer noch ein bisschen wenig für meinen Geschmack. Na gut, wird wahrscheinlich nicht jeder Sichtfeld haben, deswegen ist es gerade so komisch. Der Schneesturm selber beeinträchtigt ja, glaube ich, auch Reichweite bzw. Sichtfeld. Und sie kommen ja sogar. Die haben sogar Bock. Was macht denn unser Reiter da im Alleingang schon wieder? Achso, der ist vorbeigeritten und hat sie dabei beleidigt. Verstehe. Okay. Wenn so 50 ran sind, gehen wir den Charge-Befehl. Was machen sie denn? Keine Ahnung, was sie da machen, aber das werden wir mal unterbinden. Ach, die versuchen sich auf die rechte Flanke zu konzentrieren, ne? Also ihre rechte Flanke. Durchbruch zu erzielen. Hörst du auf meine Schläge zu blocken, du sollst nicht sterben. Dreckig geschüft. Geht doch. So, ein schönes Timing von der Kavallerie. Wunderbares Timing. Das ist meiner, wa? Okay. Hat er Glück gehabt. Jetzt hat er den Dosenöffner rausgeholt. Der Moment, wo du nicht mehr durchblickst, wo ist Freund und wo ist Feind. So. Einmal drüber rutschen. Und keine Alimente zahlen. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt jetzt. Nein! Oh, komm schon. Oh, wunderbar. Bei den Bogenschützen haben wir jetzt ja wahrscheinlich ein bisschen Verlust gemacht, die unnötig waren, weil ich sie nicht zurückgezogen habe. 50? Nee. 70? Wo? Ich hätte 50 geschätzt, aber okay. Passiert halt. Oh, Obelix hat relativ viele verloren, aber ja klar. Der stand ja da auf der Flanke. Vibesman nehmen wir mit. Slinger eher weniger. Veteran-Warrior, gerne. Gut.
Die nehmen wir auch noch mit und schmeißen die in die Garnison. Von Zagot. Also erstmal ins Verlies und da werden sie wiederum zur Garnison gemacht und so weiter. Also ich wiederhole das jetzt nicht jedes Mal. wir brauchen immer noch dringend Geld. Ja. Also vielleicht, unter Umständen, habe ich es ein bisschen übertrieben mit den Garnisonen. Aber auch nur vielleicht. Taktoria zerstört, was? Achso, die Garnisonsrekruter wurden zerstört. Ballard hat was geskillt, eine Stangenwaffe. Feindliche Kavallerie auf einen schweren Treffer aus dem Sattel zu werfen? Ja. Gegen Kavallerie durch Infanterie neue Formation? Nee. Mit Stangenwaffen zurückzuwerfen? Ja, zurückwerfen ist gut für sie. Lösegeldangebot. 6000 für Belgier. Ja, komm, ich brauch grad wirklich Knete, ey. Ich hab ja mal gemeint, bei über 5000 kann man mal drüber reden. Oder habe ich 10.000 gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Was tue ich hier? Das sind 1.000 nur. Da tut schon langsam echt ein bisschen weh, muss ich gestehen. Quatsch. Ich wollte da. Ganz ehrlich, auch wenn es Kriegsstand bringt, aber ich brauche gerade massivst viel Kohle. Und ja, okay, die sind dann wieder flexibler, aber auf der anderen Seite holen sie dann Garnisonen aus den Städten raus, um sie aufs Feld zu führen, was mir wiederum mehr Geld und Einfluss bringt. Moment, das bleibt bestehen? Aha. Ach, guck mal, Obelix hatte Belgier gefangen genommen. Ah. Trotzdem habe ich das Lösegeld bekommen, weil Obelix ist ja mein Clan. Nice. Cool. So. Ran da jetzt. Oh, oh, oh. Klappes Ding da oben. Okay. Hast Glück gehabt, Margon. Bin schon fast überlegen, ob ich die Rekrutierungen mal kurzzeitig ausschalte. Bis ich wieder auf den grünen Zweig komme. Wir können ja mal was gucken. Moment. Lehn. Upsi, zu viele. 500, 500, 400. Gut, Sargot sollten wir aktiv lassen. Kurzer Abstecher ins Dorf. Moment, was noch? Moment, Moment, Moment. Ach, ich klicke mal falsch. Ich bin gerade ein bisschen durch den Wind hier. 200, 300, 300, 140, 200, 250. Ah. Und Nahrung geht runter wie Sau. Also zuallererst einmal mache ich Rekrutierung raus. Überall, außer an Zagot. Und dann werde ich vielleicht auch nicht drum rumkommen, Truppen zu spenden, um die Löhne hier zu reduzieren. Das frisst mich ja auf. Ich halte noch 10 Tage durch. Ja, vielleicht 11. Also 10 oder 11 so.
Außer Jakulan ist jetzt wieder so eine Superstadt wie Zeonika. Vom Wohlstand her, dass die jetzt 4, 5, 6.000 erstmal einbringt. Das ist halt ja echt ein Riesenproblem. Also, Leute, ich mach das mal kurz. Ich mache hier einen Schnitt, beziehungsweise sehe ich auch gerade, die Folge ist eigentlich schon rum. Gleich wird bei mir der Timer hier meckern. Dann passt es doch ganz gut. Dann mache ich das jetzt genau zwischen den Folgen. Werde mal über die Rekrutierung deaktivieren, außer da, wo noch ein bisschen was fehlt. Obwohl, nee, Quatsch, ich werde überall deaktivieren und dann verteilen. Dann schicke ich wieder Truppen los. Genau. Also, ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.